Das wichtigste Spiel der Saison bisher steht an. Der FC Bayern München muss im Champions League Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom einen 0:1 Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Und in diesem Video präsentiere ich dir die Startelf, mit der FC Bayern München am besten ins Rennen geschickt wird, um gegen Lazio Rom weiterzukommen. Auf geht's! Bevor wir mit der Aufstellung starten, noch ganz kurz der Hinweis, dass du natürlich sehr, sehr gerne den Kanal abonnieren kannst. Die letzten paar Wochen sind absolut crazy, wie viele Abonnenten dazukommen. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch gerne hier schon mal einen Daumen nach oben da lässt, sowie einen Kommentar, in dem du schreibst, wie du den FC Bayern München aufstellen würdest. Und ich bin natürlich auch bei diesem Spiel wieder live. Dienstag schon ab 19 Uhr, schon 2 Stunden vor uns, ihr habt richtig gehört, wird mein Stream beginnen, wird es losgehen. Wir werden auch nochmal alle News besprechen, nochmal historisch ein paar Spiele angucken, wann der FC Bayern diese Comebacks geschafft hat. Dann natürlich die richtige Aufstellung abchecken, News besprechen und im Endeffekt zusammen das Spiel gucken. Würde mich sehr freuen. Link dazu ist in der Beschreibung und auch am Ende verlinkt. Deswegen jetzt viel Spaß mit der Startelf. Wir beginnen im Tor und da steht natürlich Manuel Neuer. Es gibt keine andere Option. Wir haben keinen Grund zum Wechsel. Manuel Neuer hatte in der letzten Partie gegen den SC Freiburg wieder eine unfassbare Parade vor dem 1-0, hatte er wirklich einen super Reflex gegen den Kopfball der Freiburger. Das hat dann im Endeffekt natürlich leider nicht geholfen, obwohl er da zweimal stark gehalten hat. Im Endeffekt kassieren die Bayern 2 Gegentore, 2 absolute Traumtore waren es, die von den Freiburgern geschossen wurden. Weder bei Günther noch beim späten Ausgleichstreffer von Höhler konnte Manuel Neuer irgendwas machen. Das waren 2 absolute Sonntagsschüsse am Freitagabend. Manuel Neuer im Tor. An der Stelle möchte ich kurz erwähnen, bevor ich jetzt zu den weiteren Spielern komme, dass ich mir die PK noch nicht angeguckt habe. Dazu wird aber, wenn dieses Video online ist, gerade auch eine Reaktionsvideo auf die Pressekonferenz aufgenommen, beziehungsweise vielleicht ist es auch schon da, deswegen kannst du auch das sehr, sehr gerne nach diesem Video noch angucken. Ich habe mir nur eben bei der FC Bayern Internetseite, da wird nämlich immer ein Ticker der PK gegeben, nur da geguckt, was Thomas Tuchel zum Personal gesagt hat, weil das ist jetzt ausschlaggebend für dieses Video. Deswegen beginnen wir mit der Rechtsverteidigerposition und da habe ich in diesem Ticker leider gar nichts gelesen. Dementsprechend weder Masraoui noch ein Sacha Boey, die jetzt zurückkehren, also wird unser Rechtsverteidiger wieder Joshua Kimmich. Die einzige andere Option für diese Position wäre ein Konrad Leimer, aber auch der hat jetzt gerade erst 2 Spiele gemacht für den FC Bayern München, beide Male so um die 30 Minuten gespielt. Das ist, glaube ich, zu viel, ihn jetzt für dieses wichtige Spiel wieder auf die Rechtsverteidigerposition einzuwerfen. Das ist meiner Meinung nach noch zu früh. Joshua Kimmich, ich bin absolut kein Fan von ihm. Ich finde auch, er hat gut, auf keinen Fall hat er es gut gemacht, das kann man nicht sagen. Er hat es nicht gut gemacht als rechter Verteidiger, es war solide. Im letzten Spiel gegen Freiburg hatte er auch einen riesigen Bock drin, als einmal wirklich ein Pass. Er wollte im Zentrum Eric Dier oder Min Jae Kim anspielen, aber er hat einfach den Ball wirklich in den Fuß vom Gegner gespielt. Die Freiburger konnten einen Konter fahren und dann hat Manuel Neuer das Ding gegen Günther zum Glück dieses Mal entschärfen können. Dementsprechend bin ich kein großer Fan davon, Joshua Kimmich hier wieder als rechten Verteidiger aufzustellen, aber wir haben, so wie es aussieht, keine andere Wahl. Dann gehen wir in die Innenverteidigung. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Kombination von Spielern zum allerersten Mal sehen die Saison. Ich glaube, es ist nicht so, aber wir haben sie, ich möchte damit nur sagen, wir haben diese Kombi bisher sehr, sehr selten gesehen. Der erste Innenverteidiger, der rechte Innenverteidiger, ist Min Jae Kim. Auch er hat ein gutes Spiel gegen die Freiburger gemacht. Wie gesagt, bei den Gegentoren kann man den Innenverteidiger auch wenig ankreiden, vielleicht beim zweiten noch eher, obwohl ich auch da sagen muss, Kim hat gut seinen Gegenspieler gestört. Der hat den Ball trotzdem relativ artistisch abgelegt und dann hat Höhler eben das Tor geschossen. Min Jae Kim, da kein großer Vorwurf in die Richtung. Der, ja, es war in Ordnung zusammen mit Eric Dier in der letzten Partie gegen die Freiburger. Hier jetzt natürlich heißt es, auf gar keinen Fall einen Fehler zulassen, auf gar keinen Fall irgendeinen dummen Fehler machen. Wir wissen ja, Dayot Upamecano ist gesperrt, weil der eine glattrote Karte im Hinspiel bekommen hat, die dann zu dem Elfmeter geführt hat, der im Endeffekt zum Siegtreffer geführt hat, der dazu führt, dass der FC Bayern München jetzt in dieser außerordentlich schlechten, schwierigen Lage ist. Min Jae Kim in der Innenverteidigung, bitte, 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 macht alles richtig. Und der zweite Mann in der Innenverteidigung, ihr werdet es alle ahnen, auch wenn er am vergangenen Spieltag in der Bundesliga nicht zum Einsatz kam, weil er da gesperrt war. Es ist natürlich Matthijs de Ligt. Und ich möchte, dass wir uns jetzt gerade alle zusammen einmal daran erinnern, was Matthijs de Ligt letztes Jahr im Rückspiel im Champions League Achtelfinale getan hat. Da hatte er diese Monstergrätsche auf der Linie, als Jan Sommer rausgelaufen ist gegen PSG. Der Ball wurde vorbeigelegt an Sommer. Und dann hat Paris aufs Tor geschossen und de Ligt kommt von der Seite reingerutscht und klärt diesen Ball von der Linie. Er rutscht und während des Rutschens im Tor jubelt er schon in Richtung der Fans. Das war ein absolut geiler Moment, der wahrscheinlich beste de Ligt-Moment der ganzen Saison. Das war super geil und dieses Feuer, das ist natürlich in de Ligt. Er konnte es in diesem Jahr einfach noch nicht zeigen. Er war verletzt, dann waren Upa und Kim ganz gut eingespielt. Er war nie richtig fit, jetzt ist er das. Ich liebe diesen Mann, auch Matthijs de Ligt war bei der Pressekonferenz. Werde ich mir natürlich auch gleich noch angucken, was er dazu gesagt hat zu diesem Spiel. Ich habe nur schon irgendwo mitbekommen, weil ich kann leider nicht einfach alles ignorieren. Ich habe es mitbekommen, dass er gesagt hat, ja, das ist alles, wir sind gerade in einer Punkt-Punkt-Punkt-Lage. Die ist einfach unglücklich in der
Situation, in der wir gerade stecken. Aber jetzt liegt es an uns, den Spielern, das Beste daraus zu machen und hier dieses Spiel zu gewinnen, um dann weiterzukommen. Und deswegen Minjae Kim mit Matthijs de Ligt in der Innenverteidigung. Machen wir weiter. Auf links außen. Wer wird unser Linksverteidiger in der Viererkette? Ich habe da einen Mann, bei dem ich glaube, dass er spielen wird, weil ich bei dem Personalupdate etwas Ähnliches angedeutet gehört habe von Thomas Tuchel. Und damit wäre das ein Wechsel, hinter dem ich gar nicht so stark dahinter stehe. Linksverteidiger, denke ich, wird sein Alphonso Davies. Meiner Meinung nach, egal wie fit Davies ist, und Tuchel hat scheinbar in der PK gesagt, ich habe es gelesen, dass Davies potenziell auch 90 Minuten spielen könnte. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er, wie gesagt, dann eben Alphonso Davies als linken Verteidiger einsetzen wird und dann natürlich auch Rafael Guerreiro keine Chance bekommen wird. Er könnte potenziell etwas weiter vorne spielen, aber ich muss sagen, das würde ich einfach nicht fair finden. Das wäre keine leistungsbasierte Aufstellung, weil Rafael Guerreiro, und so ehrlich muss man sein, der hat in den letzten drei Spielen für den FC Bayern München gegen Freiburg, gegen RB Leipzig und auch dieses übles Spiel gegen den VfL Bochum, da war ja oftmals einer der wenigen Lichtblicke, er und Jamal Musiala auf der linken Seite zusammen, haben richtig Randale gemacht und ich finde, Rafael Guerreiro hat es sich mit diesen drei sehr, sehr starken Leistungen auch verdient, dass er hier gegen Lazio Rom im Rückspiel in der Champions League in der Startelf stehen dürfte. Ich glaube es aber nicht, ich bin gespannt, wie ich es mir gleich nochmal angucke, dann wie Thomas Tuchel es auch gesagt hat, aber wenn er schon sagt, Davies könnte potenziell auch 90 Minuten spielen und er ist im letzten Spiel bis für 30 Minuten zurückgekommen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Davies, wie gesagt, anfangen darf. Ansonsten, mein Wunsch Szenario wäre wahrscheinlich Guerreiro, volle Power, die ersten 50, 55, vielleicht 60 Minuten und dann für die letzte halbe Stunde nochmal Alphonso Davies bringen, um nochmal ein anderes Tempo reinzubringen ins Spiel. Vielleicht kann man das Ganze auch andersrum machen, vielleicht, ich habe es jetzt zwar nicht, kleiner Spoiler schon mal für die 6, aber vielleicht wäre natürlich auch Rafael Guerreiro ein Kandidat, der da im Zentrum wieder spielen könnte. Auf jeden Fall erstmal Alphonso Davies als linker Verteidiger. Dann gehen wir auch schon zur Doppel-6 und wir beginnen mit dem defensiven Mann, keine Überraschung. Auch er hat in der Bundesliga wieder einige starke Spiele gemacht, natürlich Alexander Pavlovic. Der Mann muss hier gesetzt sein. Selbst wenn wir einen Rechtsverteidiger haben, der fit ist, dann muss Alexander Pavlovic auf dem Platz stehen. Ich frage mich jetzt, was heißt das? Dann würde natürlich Kimmich von der Rechtsverteidigerposition wieder nach vorne rücken weiter. Und dann muss trotzdem Alexander Pavlovic spielen. Egal wer von Joshua, Kimmich, Goretzka, Guerreiro und Leimer in Frage kommt. Für mich ist es dann eine Entscheidung zwischen den allen, wer neben Pavlovic spielt. Weil Alexander Pavlovic ist der beste defensive Mittelfeldspieler. Und ich meine wirklich defensive Mann, den wir haben. Joshua Kimmich ist defensiv viel zu schwach. Das sieht man auch auf der Rechtsverteidigerposition. Das sieht man auch auf der 6. Alexander Pavlovic macht das so, so gut. Der Mann hat so eine starke Chance verdient. Der muss sich jetzt weiterhin zeigen. Er präsentiert sich bisher super. Das ist natürlich auch für ihn wieder ein sehr, sehr großes Spiel. Von denen hat er noch nicht so viele gemacht. Aber, und das sage ich jede Woche wieder, der Mann hat eine starke Gelassenheit am Ball. Der strahlt eine Ruhe und eine Sicherheit aus. Das ist super, super gut. Das macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Alexander Pavlovic, unser defensiver Mann auf der 6. Und wer steht daneben? Kimmich kann es vermutlich nicht sein, weil der rechts spielen wird. Leimer ist es nicht, meiner Meinung nach. Und auch kein Rafael Guerreiro, obwohl ich den da auch sehr, sehr gerne sehen würde. Die Antwort ist Leon Goretzka. Ich glaube, Alexander Pavlovic und Leon Goretzka werden dann zum dritten Mal in Folge, ich bin mir nicht ganz sicher, zusammen die Doppel-6 beim FC Bayern München bekleiden. Das ist meiner Meinung nach auch einfach die beste Option. Die beiden zusammen, die sind jetzt eingespielt, die sind heiß. Das sind zwei unterschiedliche Spielertypen. Pavlovic eben der defensive Mann, der Abräumer davor, und Goretzka physisch Box-to-Box, kann sich in die Offensive gut mit einschalten, kann für Flankenversuche mit in den Strafraum gehen. Das ist einfach eine gute Kombination. Ich glaube zwar, dass Leon Goretzka den FC Bayern München im Sommer verlassen wird, aber Alexander Pavlovic und Goretzka ist die Lösung für dieses Spiel. Dann gehen wir in die Offensive und da habe ich auch den ein oder anderen Wechsel. Ich beginne erstmal mit der Position links außen, weil da freue ich mich einfach so sehr, dass ich den Namen schon wieder sagen darf. Er soll wohl, ich habe dazu gestern auch einen Short hochgeladen, eine Startelf-Garantie haben. Und von wem sprechen wir natürlich? Von Mathys Tel. Nach seiner guten Leistung gegen den SC Freiburg und natürlich dem traumhaften Tor, was dieser Mann geschossen hat, ist es wohl auch hier heute wieder soweit. Er soll gegen Lazio Rom in der Champions League in der Startelf stehen. Über die linke Seite würde ich ihn einsetzen. Im letzten Spiel kam er vermehrt über die rechte Seite ab und zu, wurde ein bisschen durchgewechselt, ein bisschen durchrotiert. Ich finde, Mathys Tel ist am stärksten auf der linken Seite, da wird er am häufigsten auch eingewechselt von Thomas Tuchel und das wäre auch in der Saison. In der Bundesliga hat er einmal in der Startelf gestanden und ich glaube, in der Champions League hat er sogar auch einmal in der Startelf gestanden bisher schon. Hier muss er auf jeden Fall von Anfang an rein und zwar, weil er es einfach gut gemacht hat beim letzten Mal, nachdem er ein bisschen reingekommen ist, hat er einen tollen Job gemacht. Mathys Tel, flinker Mann, kann den Unterschied machen, weil er ein bisschen einfach sowas, ich kann es nicht mal richtig beschreiben, aber er hat so ein Flair an sich, dass er den Unterschied machen kann, weil er einfach ein geiler Kerl ist. Das haben wir gegen den SC Freiburg gesehen, da hat er ein traumhaftes Tor geschossen, sowas traue ich ihm auch hier gegen Lazio Rom zu, Tel auf dem linken Flügel. Dann machen wir weiter, die Flügelzange, wer ist sein Pendant auf der rechten Seite? Beim letzten Mal stand da Thomas Müller in meiner Startelf, beziehungsweise Mathys Tel war auf der rechten Position und dann war Thomas Müller noch im Zentrum dabei. Ich glaube, in dieser Partie wird Müller auf die
Bank geschickt, das kann ich euch so auch schon mal sagen. Und auf Rechtsaußen spielt Leroy Sané. In der Pressekonferenz, was ich gelesen habe von Thomas Tuchel, hat er nur zu Sané gesagt, dass er wohl soweit fit ist und auf jeden Fall spielen kann und im Kader ist, das Abschlusstraining ohne Probleme mitgemacht. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Leroy Sané hat uns ja gegen den FC Freiburg in der Liga gefehlt. Alleine schon Tempo natürlich in der Offensive, was mit Sané fehlt, wenn dann ein Thomas Müller an seiner Stelle steht, und auch diese Kreativität. Und ich hoffe, dass er sich jetzt gut auskuriert hat, sodass er mehr oder weniger natürlich am besten komplett ohne Schmerzen ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er, wenn er schon eh länger Probleme hat, jetzt auf einmal nach diesem einen Spielpause komplett raus ist, also komplett verletzungsfrei und schmerzfrei ist. Das glaube ich nicht. Ich hoffe aber, dass er einfach so gut spielen kann, dass es ihn minimal nur noch irgendwie irritiert oder beeinträchtigt, wenn er nicht ganz fit ist und dann am besten auch mal wieder ein Tor schießt. Das sage ich auch immer zu Sané. Es ist lange her. Ich hoffe einfach, dass Leroy Sané rechts spielt, Matisse links, und haben wir eine geile Flügelzange. Bevor ich jetzt zu 10 und zum Stürmer komme, nochmal der Hinweis, wie gesagt, checkt nach diesem Video unbedingt den Stream aus, aktiviert da schon mal die Glocke und einen Daumen nach oben, dass ihr auf jeden Fall die Benachrichtigung bekommt und Dienstag ab 19 Uhr dabei seid. Dann machen wir weiter mit dem Mann auf der 10. Ich denke mal, ihr könnt es euch alle denken. Natürlich, es ist Jamal Musiala. Auch er hat ein traumhaftes Tor geschossen gegen den SC Freiburg. Ein Dribbling, in dem er drei Leute aussteigen lassen hat und dann noch an zwei den Ball vorbei ins lange Eck spielt und natürlich auch vorbei am Keeper. Das war Weltklasse und das alles, obwohl Alphonso Davies ihm eigentlich den Raum zugelaufen hat mit einem da nicht ganz so geilen Laufweg. Das war ein traumhaftes Ding von Jamal Musiala. Generell hat der mir wieder mit am besten gefallen. Er war in meiner Spielerbewertung, falls ihr es noch wer angucken will, haltet euch die Ohren zu. Er war der Man of the Match für mich im letzten Spiel gegen den SC Freiburg. Es war nicht nur das Tor, es waren viele, viele Angriffe. Und ich glaube jetzt gerade, wenn er noch zentraler auf der 10 steht, weil das Spiel hat er auf Linksaußen über den Großteil gespielt, wenn er noch zentraler auf der 10 ist, dann hat der FC Bayern spielerisch noch viel, viel mehr Qualitäten, kann noch viel, viel mehr aus seinem Tempo, aus seinen starken Auftaktbewegungen, aus seinem Passspiel und aus seinem Dribbling viel, viel mehr von profitieren. Und wenn wir diese 10er-Reihe haben oder diese Reihe hinter dem Stürmer mit Tell, Sané und im Zentrum Jamal Musiala, dann haben wir viel, viel, viel Tempo zwischen dem Stürmer und der Defensive. Das kann richtig, richtig gut werden, Jamal Musiala auf der 10. Damit haben wir noch eine Position offen und das ist natürlich der Stürmer. Und ich mache keinen Hehl draus, ich rede nicht lange drum herum. Stürmer für diese Partie natürlich Harry Kane. Er hat gegen Leipzig zwei Tore geschossen, er hat jetzt gegen Freiburg kein Tor geschossen, obwohl er auf jeden Fall die Möglichkeit hatte, mindestens ein Tor zu schießen. Tuchel hat auch, und das habe ich gerade auch schon gesehen, weil es zum Personal war, gesagt, ja, ey, Harry Kane, den muss man nicht motivieren, das hat er auch schon vor Wochen gesagt, der ist ein absoluter Profi, der ist immer heiß, deswegen hoffe ich natürlich auch, dass Kane jetzt in diesem Spiel nochmal glänzen kann. Beim letzten Spiel, im Hinspiel, war er komplett raus, da ging gar nichts, da wurde er quasi überhaupt nicht angespielt, hatte am Anfang eine gute Möglichkeit und ich glaube, so am Anfang noch eine, also hatte zwei gute Möglichkeiten am Anfang und dann irgendwann war auch er komplett abgemeldet. Wenn die Bayern auch jetzt im Rückspiel so gut, über das gesamte Spiel so gut spielen, in diesen ersten 15 Minuten im Hinspiel, dann sehe ich hier große Chancen und das möchte ich, dass ihr jetzt alle im Hinterkopf habt. Der FC Bayern München kann zu Hause jederzeit ein Team mit zwei Toren Unterschied besiegen, dann kommt man weiter, ansonsten bei einem 1-0 oder 2-1, wie auch immer, würde es in die Verlängerung gehen und dann potenziell sogar ins Elfmeterschießen. Ich hoffe einfach, dass der FC Bayern München es schafft, gegen Lazio Rom zu gewinnen mit Harry Kane im Sturm. Du bist hoffentlich im Stream dabei. Dienstagabend ab 19 Uhr bin ich live und hier ist jetzt nochmal die gesamte Startelf. Manuel Neuer am Tor, Joshua Kimmich als rechter Verteidiger. Die Innenverteidigung bilden Minjae Kim und Matthijs de Ligt, rechter linker Verteidiger Alphonso Davies. Alexander Pavlovic mit Leon Goretzka bilden unsere Doppel-6. Die Flügelzange bestehen aus Matisse Tell auf links und Leroy Sané auf rechts, Jamal Musiala auf der 10 und ganz vorne drin im Sturm natürlich, und er schießt bitte Tore, Harry Kane.